Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal für den erfolgreichen Börsenhandel mit Optionen, aber auch mit Futures oder anderen Instrumenten. Wir sind immer noch in der Videoreihe Panikzeichen. Wie erkennt man einen Boden an den Märkten? Wo ist der richtige Zeitpunkt, um wieder hineinzugehen? Und wir haben jetzt schon 4 solcher Panikzeichen in den letzten Videos besprochen. Heute kommt das 5. und zwar die neuen Hochs, die neuen Tiefs. In welcher Relation die stehen müssen, damit wir eine Panik erkennen können. Darum geht es jetzt hier im Video. Neue Hochs, neue Tiefs, was ist damit erst einmal gemeint? In Amerika kennt man ja das Ganze, da heißt das Advanced Decline, da gibt es verschiedene Indikatoren darauf und ich weiß auch, dass sehr viele Händler auf das Ganze achten. Und ich habe für mich mit meinem Team hier eine Möglichkeit gefunden, wie wir wieder so ein Panikzeichen aus diesen New Highs, New Lows herleiten können. Zu Beginn aber natürlich erst einmal kurz eine Erklärung, was ist denn überhaupt mit neuen Hochs, mit neuen Tiefs gemeint? Es gibt verschiedene Aufbereitungen dieser Indikatoren, also vom Zeitraum her. Ich persönlich nutze etwas sehr, sehr Simples, nämlich neue 52 Wochen Hochs und neue 52 Wochen Tiefs. Das heißt also, die Entwicklung einer Aktie innerhalb von 52 Wochen, sprich eines Jahres. Und wenn wir jetzt beispielsweise uns mal die NICE anschauen, also die New York Stock Exchange mit sehr vielen mehreren tausend gehandelten Aktien oder vielleicht auch den Nasdaq, dann können wir natürlich am Ende eines Tages sehr leicht herauslesen, wie viele Aktien haben denn an diesem Tag ein neues 52 Wochen Hoch gemacht und wie viele Aktien haben denn aktuell ein neues 52 Wochen Tief gemacht. Wenn wir uns jetzt verschiedene Marktphasen anschauen, dann sehen wir zum Beispiel eben hier in einem Bullenmarkt, in einem steigenden Markt, dann sollte das Verhältnis so sein, dass es eben deutlich mehr neue Hochs als neue Tiefs gibt. Also wenn wir dann zum Beispiel hier an der NICE so etwas lesen würden wie 327 zu 70 oder zu 20, dann wäre das ein sehr, sehr schönes Verhältnis. So, das heißt also von vielleicht 5.000 an der NICE gehandelten Aktien haben 327 heute ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Und das kann man an jeden 327 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Und das kann man jeden Tag ablesen. Das heißt natürlich nicht, dass dann, wenn am nächsten Tag wieder 350 steht, dass es dann vollkommen andere Aktien waren, sondern dass zum Beispiel eine Aktie, die heute ein neues 52 Wochen hoch macht, das morgen ja durchaus wieder machen kann, indem sie einfach weiter ansteigt. Und in einem Bullenmarkt sollte man sich natürlich immer hier auch auf diese Aktien konzentrieren, die neue 52 Wochen Hochs machen. Aber kommen wir in einen Bärenmarkt, das heißt, die Märkte gehen nach unten und wir sind ja jetzt, wenn wir Panikzeichen suchen, natürlich immer auf der Suche nach einem, oder wir sind immer in einem Bärenmarkt, sonst würden wir nicht nach Panikanzeichen suchen, dann wird sich natürlich auch dieses Verhältnis drehen. Es wird sich auch dieses Verhältnis bereits vor dem Einbrechen drehen, weil der Markt meist dann an Gesundheit abnimmt. Das heißt, es gibt dann oftmals schon im Vorfeld, wir haben das auch jetzt hier Ende 2015, Anfang 2016 gesehen, dass der Markt Tage, Wochen lang, bevor er eingebrochen ist, das Verhältnis umgekehrt hat. Also, dass es deutlich mehr Verlierer als Gewinner gab, beziehungsweise neue Tiefs gab. Das heißt, wir konnten sehr häufig sehen, dass so eine Entwicklung stand wie beispielsweise 23 zu 127. Das heißt, 23 neue 52 Wochen Hochs und 127 neue Tiefs. Und das hat schon eigentlich lange, lange im Voraus jetzt gezeigt, dass mit dem Markt etwas nicht stimmt. So, jetzt wollen wir ja aber einen Wert definieren, der uns sagt, hier scheint jetzt wirklich Panik im Markt zu sein. Und hier nutzen wir einen ganz, ganz einfachen oder ein ganz, ganz einfaches Mittel, nämlich wir sagen gar nicht, es ist eine bestimmte Zahl oder es ist ein bestimmter Prozentsatz, sondern wir stellen diese beiden Zahlen ins Verhältnis. Und so konnte man beispielsweise in den letzten Tagen, ich nehme diese Videos jetzt heute auf, heute ist der 19. Januar 2016 und wir stellen mal eine
auch ein entsprechendes Bildmaterial hier mit rein in das Video. Da konnte man zum Beispiel beobachten, dass wir hatten sowas hier. 7 neue Hochs und dann 823 neue Tiefs. Und damit haben wir definiert, wenn das Verhältnis 1 zu 100 ist, also wenn es 100 mal mehr neue 52 Wochen Tiefs als Hochs gibt, dann ist das ein definitives Anzeichen von Panik. Zugegebenermaßen, dieses Signal kommt nur sehr, sehr selten. Das heißt also, wir können das nur selten beobachten und es steht auch oftmals, wenn es allein kommt und die anderen keine Signale generieren, würde ich diesem Signal auch nicht trauen. In Kombination mit anderen, also mit dem VVIX über 140, mit einem VIX, der mehr als 3 Punkte nach unten geht, mit einem Put-Call-Ratio über 1,4, all diese Dinge, die wir hier besprochen haben, vielleicht noch 90% Abwärtstag, in Kombination mit dem dann gemeinsam, wenn das da ist, dass es das Hundertfache an neuen Tiefs als an Hochs gibt. Und wir beobachten hier hauptsächlich die NICE und die NASDAQ. Im DAX macht sowas keinen Sinn. Die Anzahl der Aktien ist einfach viel zu gering. Also wie soll das gehen bei nur 30 Aktien? Das heißt, du brauchst schon einen großen Index oder eine große Börse wie im NICE oder NASDAQ, wo eben viel gehandelt wird. Dann kommt das zum Tragen. Also, das Hundertfache an neuen 52 Wochen Tiefs im Gegensatz zu 52 Wochen Hochs, das deutet dann sehr, sehr stark auf eine Panik hin. Und das ist ein weiteres klassisches Panikanzeichen, wo man also sagen kann, okay, hier gehen wir jetzt in die Märkte hinein, hier versuchen wir einen Einstieg zu finden. Das allerdings kann manchmal ein bisschen länger dauern. Das kann also auch ein paar Tage hintereinander so extrem sein. Und deswegen würde ich dieses Signal definitiv, genau wie alle anderen, niemals einzeln nutzen, sondern immer nur in Kombination mit anderen. Nichtsdestotrotz, wenn wir so ein Verhältnis sehen, dann grüne Lampe an, nachschauen, der Contrarian sucht jetzt nach Gelegenheiten und verfällt nicht in die Panik, so wie es viele, viele andere tun. Das war's für heute mit unserem fünften Panikzeichen, New Highs, New Lows. Und wie wir das Ganze vielleicht miteinander kombinieren können, was wir machen können, darüber sprechen wir dann noch im nächsten Video, so als Abschluss dieser kleinen Videorunde. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es bringt euch weiter, es gibt euch wieder mal eine andere Sicht auf die Märkte und hilft euch letztendlich auch erfolgreicher zu werden. Denn ihr wisst, bei uns geht es darum, wir traden nicht für den Jackpot, fürs regelmäßige Einkommen. Und das ist wirklich das Wichtigste. Man muss regelmäßig Geld verdienen und wenn man eben diese Gelegenheiten hat, dann muss man da auch zuschlagen und darf nicht wie die Masse in Angst erstarren, sondern muss sagen, okay, ein, zwei Tage Hitze, das ist okay, aber ich muss diese Gelegenheiten definitiv nutzen, weil die können ein Konto in einer Crashphase, die man, wenn man die Zeichen der Zeit richtig erkennt, vollkommen problemlos überstehen kann in einem Trading-Konto, wo man dann schon wieder sofort ansetzen kann, während alle anderen noch wie gebannt an der Seitenlinie stehen. Das war's für heute vom Video. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Für eure Fragen, Anregungen, Ideen nutzt bitte die Kommentarfunktion. Bis dahin, macht's gut, Servus, bye bye.